Herzlich willkommen zu einem neuen Pouch von Minecraft Wild World. Wir haben ja das letzte Mal eine Erkundungstour gemacht. War es ja interessant. Hier habe ich das jetzt ganz schön gemacht mit den Blumen und so. Hier habe ich jetzt die blauen Blumen drin, die blauen Orchideen oder wie sie heißen. Mit dem Zuckerrohr habe ich mir eine Karte gemacht. Und mit 9 Zuckerrohr zumindest. Und die anderen habe ich hier angepflanzt. Die Brücke ist wieder repariert soweit. Keine Ahnung, wieso die weggepackt ist, aber ja, habe ich wieder repariert. Wie gesagt, solange keine Items irgendwie spurlos verschwinden oder so, ist es jetzt nicht so tragisch, wie ich finde. Und oder ist schon ein Zuckerrohr gewachsen, wie ich gerade sehe? Ist es gerade im Moment gewachsen? Ich glaube, weil ich habe vorher noch kein gewachsenes Zuckerrohr gesehen. Das können wir dann wieder anpflanzen. Auf dieser Seite würde ich sagen. Und würde sagen, das kommt hier hin. Genau. Und ich würde sagen, wir schauen uns ein bisschen die Karte an, dass wir schon mal dieser lange Weg da, also der hier, das ist dieser Weg, oder? Von dieser Perspektive, oder? Das heißt, wenn wir hier zurückgehen, das hier, das kleine, das dürfte Klaus Stall sein. Übrigens, hier habe ich auch ein paar Pflanzen gepflanzt, Blumen gepflanzt. Und unser Haus ist das hier. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Ja, weil hier ist ja der Teich, dieser kleine. Genau. Okay. Dann weiß ich schon mal, also die Karte, die ist so rum, sozusagen, aus dieser Perspektive. Das heißt, wenn wir dann hier lang gehen, dann ist hier die Ecke, genau. Ja, sieht aus wie ein echt. Dann ist hier der Weg, neben uns ist der Fluss, genau. Ja, die Karte ist so rum gemacht, sage ich jetzt mal. Das heißt, da drüben ist dann auch wieder ein Fluss, oder? Also laut der Karte dürfte dann hier drüben irgendwo auch wieder ein Fluss sein. Genau, hier ist ja der Fluss dann. Ja. Also das ist die Karte. Okay. Leute, weil manchmal verstehe ich Karten nicht. Zum Glück habe ich es diesmal verstanden. Weil, oft verstehe ich Karten nicht. Oft bin ich zu dumm. Keine Ahnung wieso. Und, ist das eine Höhle? Ist das eine Höhle hier? Also, Sekunde. Meine Mutter hat mich gerade gerufen, sorry. Ja, hier ist keine Höhle. Ne, halt, hier drüben habe ich doch was gesehen. Ja, ich glaube, das ist eine Höhle. Ich würde sagen, wir bauen uns dann eine Spitzhacke und so. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz nach Hause und gehen schlafen. Nicht so wie in der letzten Folge, /Timeset, aber ja, da konnte ich ja nicht schlafen gehen. Alles klar. Hier ist es ein bisschen verbuggt, glaube ich. Aber jetzt können wir ja schlafen gehen. Leute, wie wäre es, wenn wir mal eine Übernachtungsparty bei Mona und Günther machen? Ich glaube, das mache ich mal. Die haben ja auch viel Platz in ihrer Wohnung. Das glaube ich ganz cool, wenn wir das mal machen. So, dann nehme ich hier mein Bett mit. Ja, genau. Und dann gehen wir zu Mona und Günther. Ich denke, das stört die nicht, wenn wir mal ein bisschen bei denen übernachten. Ja, seht ihr, der Günther sagt schon hallo. Hey, na, ihr zwei. Ich dachte, ich schlafe mal bei euch, so Übernachtungsparty, so ein bisschen. Hä? Wie wäre das? Hä? Wärt ihr zufrieden damit? Wäre es okay für euch? Na gut, wenn ihr nicht antwortet, dann gute Nacht. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay, Mona sagt, ist in Ordnung. Dann ist gut. Okay,
War eine coole Übernachtungsparty. Müssen wir mal wieder machen. Ja, war ganz lustig. Geh ich mal hier raus. Oh, das, also ich muss sagen, der Garten ist ziemlich schön. Also, hier sieht man schön in den Wald rein. Hier ist es schön grün, die Wiese. Also, ich finde den Garten ganz cool. Jetzt, was wollte ich mir holen? Holz. Genau. Für Dings nämlich. Für eine Spitzhacke. Weil natürlich, wie jeder weiß, ohne Spitzhacke kann man keine Erze und so abbauen. Haben wir noch irgendwo Fackeln eigentlich? Lass mal schauen hier. Fackeln haben wir leider nicht mehr. Okay, das heißt, aber wir könnten mal die roten Beeten anpflanzen, glaube ich. Könnten wir, glaube ich, anpflanzen. Können wir daraus Samen machen? Seeds? Ne, nur Melonenkerne. Okay, das heißt, die rote Beete dürfen wir so anpflanzen können. Oh, und ich sehe, da ist schon was gewachsen. Sieht ganz cool aus. So können wir keine Rosenrot. Nee, ich will kein Rosenrot. Hey, wieso kann man rote Beete nicht pflanzen? Das ist doch rote Beete, oder? Ach so, stimmt. Rote Beete Samen. Ja, ich Idiot. Oh. Okay, hier ist es irgendwie weggegangen. Nicht so tragisch. Und da sind schon Melonen gewachsen. Ziemlich cool. Weil Melonen sind schön saftig, grün und alles. Apropos grün und alles. Ich habe mir einen neuen Kanalbanner erstellt. Schaut es euch gerne mal an. Und schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr den neuen Kanalbanner findet. Und würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir das einfach mal schreiben würdet. Wäre ganz cool, dass ich einfach ein bisschen euer Feedback habe. Okay, das ist nicht gewachsen, aber hier die Karotten. Ich fühle mich gerade wie in Minecraft-Mod-Kiste. Nee, Spaß. So, genau. Passt erstmal. Ich lasse es erstmal so. Und dann können wir wieder hochgehen und dann würde ich sagen, holen wir uns ein bisschen Holz. Das können wir hier wieder einlagern. Die Sachen, genau. Wir können uns Brot machen. Obwohl, ich glaube, ich mache mir lieber Kekse. Wir haben ja bestimmt wieder, oder beziehungsweise die Kakaobohnen sind ja bestimmt wieder gewachsen. An, weil wie jeder weiß, der das Projekt aktiv verfolgt, hier habe ich mir einen Kakaobohnenbaum gemacht. Kakaobohnenfarm, keine Ahnung. So, können wir dann hier anpflanzen. Ist hier noch irgendwo Platz? Genau, dann können wir das hier so machen und dann passt es alles. So, genau. Und dann dürften wir uns auch schon wieder 8 Kekse oder so backen können oder craften können. Genau, dann haben wir hier wieder 8 Kekse. Das ist dann schön lecker und alles. Und dann haben wir hier Kekse. Dann holen wir noch ein bisschen Holz. In der nächsten Folge würde ich sagen, schauen wir uns mal vielleicht die Höhle an, wenn ich es nicht vergesse. Und ich würde sagen, wir fällen mal diesen Baum hier. Der ist ganz gut zum Fällen. Genau. Und wie gesagt, schreibt mir unbedingt eure Meinung zum neuen Kanalbanner. Heute wird wahrscheinlich das letzte Video auch sein. Für eine Weile, also bis wir WLAN haben in der neuen Wohnung. Ich bin hier noch in der alten Wohnung. Aber wegen Umzug, das ist so stressig und so. Ich habe ja auch noch Schule. Aber am Wochenende, weil ich ja keine Schule habe, habe ich jetzt ein bisschen Zeit gefunden. Und habe gedacht, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann haue ich mal wieder ein bisschen Videos raus. Aber das Video hier
dürfte jetzt vorläufig das letzte sein. Ja, aber es gibt noch genug Videos auf meinem Kanal. Ihr könnt euch zum Beispiel Minecraft Survival anschauen, solange ich keine Videos mache. Das ist der Vorgänger von Minecraft Wild World. Oder was gibt es noch für coole Projekte? Minecraft, Quatschcraft, Super Mario 3D Land, Super Mario Maker 3DS, Mario Party Star Wars, Super Mario 64DS und. Also, ja. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ja, ansonsten sehen wir uns auch schon das nächste Mal wieder. Dann danke ich fürs Zuschauen und tschüss.